Moin, in diesem Video geht es hauptsächlich darum, wie man unter Level 15 seinen Noob-Schutz, beziehungsweise den PvP-Schutz, wie er offiziell heißt, deaktivieren kann, um somit auch mit Level 1 im eigenen Reich auf der eigenen Map 1 Duelle zu machen. Dafür gibt es einen einfachen Chatbefehl, der ist auch laut QA Jackie im deutschen Metin erlaubt und geht auch auf der Singapur-Version, auf der wir hier spielen. Ja, wie ihr seht, macht der Level 1er hier noch keinen Schaden. Und jetzt muss man etwas in den Chat eingeben, das nennt sich PK-Mode. Das ändert die PvP-Ausrichtung. Und jetzt, wie ihr seht, wird Schaden angezeigt und es passiert auch Schaden. Und man ist auch killbar, das heißt, man bekommt auch selber Schaden, wie ihr hier seht. Und ja, auf Singapur gab es Raketen. Hoffen wir mal, dass in DE auch in der nächsten Version so ist. Und jetzt kommen wir noch zum kleinen Zusatzvideo mit anderen kleinen Befehlen. Ich denke, das ist den meisten bekannt. Mit Set W kann man seine Laufanimation verändern und seine Geschwindigkeit. Und das Ganze wird mit Set R rückgängig gemacht. Und das war's zu laufen. Und jetzt noch eine Ergänzung zu den Smileys bzw. zu den Emoticons, die man verwenden kann, zum Beispiel wie das Herz oder sowas. Da gibt es auch den Fisch. Den kriegt man aber nur durch Eingabe im Chat, genauso wie ein Ausrufezeichen und ein Fragezeichen. Und für alle, die sich selber Tränke brauen, ein ganz hilfreicher Befehl ist Schrägstrich Cube Make All. Damit werden alle Zutaten, die man eingefügt hat, gleichzeitig gebraut und nicht nur immer eins. Ja, und das war's auch. Das lässt sich jetzt nicht machen, weil ich nicht im Braumenü bin. Aber das war's auch schon. Ciao.